Jetzt ist es soweit. Wir sind jetzt wie eine Einheit. Wir haben unsere Fertigkeiten verfeinert, unsere Partnerschaft perfektioniert. Ich glaube an dich, Träger des Gauntlets. Lass uns das beenden. Dummköpfe! Mr. Fertiger Abschaum! Wir kommen zu spät! Ich bin aufgestiegen. Ich bin zur Vollkommenheit geworden! Bei der Belagerung passiert. Wir haben die Stadt eingenommen. Oh, ich bin froh, dich zu sehen. Unsere Späher sagen, du hast dich den Phantomen auf dem Weg zum Wächter gestellt. Deine Kräfte sind wirklich beeindruckend. Ich danke dir. Thank you.
Und damit wurde der Wächter nach Jahrhunderten zerstört. Das Gefängnis zerfiel. Der Kreislauf der Essenz wurde durchbrochen. Nayal war frei. Frei zu atmen, frei zu leben, frei zu herrschen. Das Undenkbare war geschehen. Telos wurde besiegt. Telos verließ diese irdische Ebene. All der Zorn verflüchtigte sich. Und die Phantome verschwanden mit dem göttlichen Wesen. Die Trägerin des Gauntlets brachte den Wandel, der in kürzester Zeit alles veränderte. Alle Menschen erlebten auf einmal eine neue Welt. Eine Welt, in der sie ihren Platz noch finden mussten. Die Ritter können sich jetzt zeigen. Wir können wieder eine Kraft für das Gute werden. Ich hoffe nur, dass ich dieser Aufgabe gewachsen bin. Die Königin der 1000 Jahre wird diese Welt nicht länger prägen. Sie wird für ihre Sünden büßen und ihre Strafe akzeptieren. Wird sie das Alter, für das sie bekannt ist, noch erreichen? Wir werden sehen. Ich weiß nicht, was die Zukunft für Nayal bereithält. Nayal herrscht jetzt über diese Welt. Aber wie wird das göttliche Wesen mit den Menschen umgehen? Hat es etwas über sie gelernt? Die Trägerin des Gauntlet kämpft nicht mehr. Aber der Gauntlet ist noch da. Und in ihm die Macht der Gottheiten. Diese Welt hat jetzt eine Zukunft. Wo jetzt noch Wüste ist, werden bald Blumen blühen. Aber wenn sich der Wind noch einmal dreht, wird der Gauntlet wieder nach einem Träger rufen.